Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Lass dich nicht abzocken. Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nentwich. Ja, nachdem ich in der Folge 29 über das Thema Vorfälligkeitsentschädigung bei Baufinanzierung gesprochen habe, lege ich hier aufgrund einer Frage, die der Hansi, heißt er glaube ich, gestellt hat, mit dem Podcast Die Bank will Geld von dir, Vorfälligkeitsentschädigung, die zweite. Hansi hatte mich nämlich gefragt, immer Holger, du hast da von der ordentlichen Kündigung gesprochen, das heißt, du hast ein Darlehen bei der Bank, du hast eine Baufinanzierung gemacht, sagst, hey, die Zinsen sind mir jetzt langsam zu hoch und ich möchte meinen Darlehensvertrag gegen meine Bank kündigen, um dann einen günstigen Zins zu bekommen. Dann gibt es ein sogenanntes ordentliches Kündigungsrecht nach § 489, kannst du dann das Darlehen kündigen nach gewissen Spielregeln und dann eine neue Zinsvereinbarung mit der Bank vereinbaren. Das ist immer ganz interessant, das wahrzunehmen, das mal zu wiederholen. Wenn du eine 15-Jahres- oder 20-Jahres-Kondition eingekauft hast, nach 19 Jahren merkst du, ups, der Markt ist doch wesentlich niedriger, ich hätte lieber jetzt eine günstigere Kondition, aber ich habe die Finanzierungszinsfestschreibungszeit auf 15 oder 20 Jahre festgemacht. Dann hast du nach dem Paragraphen 489 Bürgerliche Gesetzbuch eine ordentliche Kündigung, nämlich nach 10 Jahren und 6 Monaten darfst du das Darlehen neu verhandeln, sprich ablösen. Das kannst du mit deiner vorhandenen Bank machen oder mit einer anderen Bank. Wichtig ist, wenn du so eine Kündigung aussprichst, solltest du vorher natürlich immer schon eine neue Kondition ausgehandelt haben mit deiner vorhandenen Bank oder mit einer neuen Bank, denn sonst stehst du im Regen. Jetzt gibt es aber auch noch, was Hansi meinte, das außerordentliche Kündigungsrecht. Und da möchte ich das noch mal ein bisschen nachschieben. Ja, gibt es auch, habe ich beim letzten Mal in den Podcast nicht mit reingenommen, die Nummer 29. Deshalb hier noch mal ein paar Sätze dazu. Das außerordentliche Kündigungsrecht kann erstens die Bank selbst, der Darlehensgeber, aussprechen, nämlich bei einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse, bei einer wesentlichen Verschlechterung. Dazu habe ich auch einen eigenen Podcast gemacht, hör doch da auch nochmal zu rein. Oder aber bei einer Verschlechterung der Werthaltigkeit des Objektes oder der gestellten Sicherheiten oder was dann eine Person angeht. Dann hat die Bank vielleicht die Angst, die Bedenken, dass Zins und Tilgung nicht mehr zurückgezahlt werden können. Die bekommen also ihr Darlehen, was sie rausgegeben haben, nicht mehr zurückbezahlt. Und auch den Zins, das ist der Verdienst der Bank, den sieht die Bank als gefährdet an. Dann kann eine Bank hingehen, das Ganze außerordentlich kündigen. Aber auch der Darlehensnehmer kann außerordentlich kündigen. Das ist beispielsweise bei berechtigtem Interesse. Das ist immer das Juristendeutsch, was heißt denn das? Das ist bei dem Themenbereich bei Ehescheidung, Krankheit, Umzug, Überschuldung, Arbeitslosigkeit, so etwas in der Richtung. Dann gibt es natürlich dieses außerordentliche Kündigungsrecht. Ja, aber wenn du diesen Brief an die Bank rausschickst, dann passiert natürlich Folgendes. Die Bank sagt, okay, haben wir ein Kündigungsrecht, dann musst du, bitteschön, das Darlehen ablösen, bis dann und dann gibst du uns bitte den Valutenstand, das ist die Restschuld, der Schuldenstand, der dann bei der Bank an dem Tag noch vorhanden ist, gibst du uns wieder zurück, dann kriegst du die Sicherheiten zurück, den Grundbucheintrag und dann sind wir quitt. Aber, mein lieber Kreditnehmer, dafür zahlst du mir eine Vorfälligkeitsentschädigung. Und Vorfälligkeitsentschädigung, das durch dran, ist ja das Thema, wenn du ein Darlehen kündigst, auch die Bank dir kündigt, will die Bank, wenn sie einen Schaden dadurch hat, geltend machen. Was ist ein Schaden in dem Beispiel? Wenn beispielsweise der Zins, den die Bank mit dir abgeschlossen hat, sehr hoch war und der aktuelle Marktzins unter diesem Zins liegt, dann kann die Bank natürlich, wenn sie dann das Geld zurückbekommt, dieses Geld nicht mehr zu dem ursprünglichen Zins, den sie mit dir vereinbart, an einen neuen ausleihen, also hat sie in ihren Geschäftsbüchern einen niedrigen Verdienst, eine niedrige Marge stehen und diese Marge darf dir die Bank in Rechnung stellen. Das ist aber ganz wichtig, Vorfälligkeitsentschädigung, da macht die Bank eine Berechnung, da gibt es bestimmte Spielregeln, lass dich da auch nicht einfach von der Bank über den Tisch ziehen, indem du das glaubst, was sie dir hinlegen. Da gibt es jetzt Leute, die darauf spezialisiert sind, dir
dabei zu helfen, solche Berechnungen gegenzurechnen und zu gucken, ob da die Parameter, die drin sind, richtig gerechnet worden sind. Da kann es wirklich um einige Tausend oder Zehntausend Euro gehen, die du zurückzahlen musst in Vorfälligkeitsentschädigung. Und wenn die Bank da 10-20% falsch abgerechnet hat, das Geld, was du auch dann zu viel bezahlst. So, das wollte ich nochmal nachschieben zu dem Bereich Vorfälligkeitsentschädigung, damit das ein bisschen runder wird. Und in dem Sinne wünsche ich dir wieder alles Gute und du merkst, hast du Fragen, gib mir eine Information. Und wenn ich sehe, dass diese Frage für die Community interessant ist, das Ganze ergänzt, was ich schon gemacht habe, werde ich gerne das in einem der nächsten Podcasts wieder reinsprechen, damit ihr einen optimalen Nutzen habt. Wenn dir das Ganze gefallen hat, würde ich mich freuen über eine tolle Bewertung bei iTunes, 4 oder 5 Sterne. Und eine Rezension wäre auch toll, dass du einfach mal reinschreibst, was gefällt dir an diesem Podcast und teile ihn doch einfach mit Freunden, Bekannten und so weiter, für die das Thema möglicherweise auch interessant ist. Denn davon lebt dieser Podcast, dass möglichst viele, viele Menschen im Bereich Finanzen Informationen bekommen, damit sie besser mit ihren eigenen Finanzen umgehen lernen oder, wenn sie schon können, noch besser können und den ein oder anderen Tipps aus der Praxis, den ich hier gebe, so umsetzen, dass sie dadurch Mehrwert haben. Das würde mich total freuen. In dem Sinne, alles Gute, bis demnächst, dein Holger.